Moin moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und unter anderem beschäftige ich mich mit Wildkameras. In diesem Video werde ich euch wieder eine neue Kamera vorstellen, die mir freundlicherweise von WoSports zur Verfügung gestellt wird. Es ist die Wosoda G300. Zum Anfang aber möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch interessiert, was ich hier so zeige. Wer neu ist hier, lasst auch gerne ein Abo da. Und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch das kleine Glöckchen daneben. Dann bekommt ihr immer sofort Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich hoffe, das geht mit dem Ton hier, weil ich sitze gerade, wie ihr seht, auf meinem Balkon. Das Wetter ist gerade sehr schön. Aber der Straßenlärm drückt doch etwas rein. Und unsere Windräder, die wir hier aufgestellt haben, gegen die Taubenabwehr, weil wir haben zurzeit ein kleines Problem mit Tauben, die das Futter hinter uns bemerkt haben und jetzt sich auch daran gütlich tun wollen, möchten wir durch diese Windräder etwas vertreiben, weil die möchte ich ungern auf unserem Balkon haben. Aber kommen wir weiter zu der G300. Wie gesagt, sie wurde mir freundlicherweise wieder zur Verfügung gestellt. Sehr angenehm bei der Kamera ist es, dass es in einen sehr schönen, einfachen Pappkarton kommt. Und die Firma hat mir geschrieben, weil mir ist etwas aufgefallen beim Auspacken. Ich zeige euch das gleich mal. Weil man hat eigentlich immer auf den entsprechenden Linsen und den Abdeckungen von den LEDs immer so eine Plastikfolie drauf. Darauf verzichtet WoSports, weil sie möchte Plastikmüll verhindern und der Plastik, was das Gehäuse angeht, soll recycelbares Plastik sein. Inhalt dieses Kartons natürlich die Kamera, die obligatorische Bedienungsanleitung, die Befestigung der Kamera, zum Beispiel um sie an einem Baum zu befestigen oder wie hinter mir zu sehen an der Wand. Dazu auch Befestigungsmaterial und der obligatorische Baumgurt. Das ist eigentlich schon der Inhalt von der Kamera. Wo ich die Kamera auch ausgepackt habe und das erste Mal gesehen habe, ist mir aufgefallen, sie ähnelt einer Kamera, die ich schon habe. Und zwar der Keomur CY65. Im Aufbau sehr gleich, aber die Keomur ist etwas kleiner. Aber kommen wir weiter mal zu der G300. Ein paar technische Daten zu der G300. Sie hat eine maximale Bildauflösung von 24 Megapixel, wobei diese wahrscheinlich interpoliert sind und standardmäßig die Kamera auch eingestellt ist auf 5 Megapixel. Deswegen wird hier auch ein 5 Megapixel Chip verbaut sein. Die Videoauflösung ist zweimal unterteilt, einmal in 1080p und 720p. Wobei zu sagen ist, dass die besten Ergebnisse mit 720p erfolgen, da die 720p mit 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden und bei 1080p nur 15 Bilder pro Sekunde. Man kann auch eine Serienaufnahme wieder machen. Da kann man maximal 3 Bilder in Serie aufnehmen. Die Trigger-Time soll betragen 0,2 Sekunden. Es sind hier 32 IR-LEDs verbaut, die auf 850 Nanometern arbeiten. Ein maximaler Abstand für die Auslösung der Kamera sollen 24 Meter betragen.
Die Videolänge kann betragen 10 Sekunden bis 2 Minuten. Es ist da eine ganz einfache Unterteilung in dem Menü. Das zeige ich euch noch mal ganz kurz. Der Erfassungsradius liegt bei 120 Grad und es kann maximal eine 32 GB SD-Karte verbaut werden. Ins Batteriefach passen maximal wieder 8 Batterien oder 8 Akkus. Aber kommen wir mal dazu und klappen die Kamera auf und kommen kurz mal zum Menü. Kurz zur Erklärung nochmal, also hinter den großen dunklen Scheiben sind die IR-LEDs verbaut, davon gibt es 32. Hier oben ist die Linse, hier der mittlere Bewegungsmelder und hier die beiden seitlichen Bewegungsmelder. Aber wahrscheinlich wird wieder nur ein Bewegungsmelder bei den seitlichen verbaut sein, der nach links und nach rechts strahlt. So wie auch schon bei der Seomore CY65 kann man ganz einfach hier aufklappen und man sieht das Display. Das Display ist eigentlich wieder ganz selbsterklärend. Also hier hat man den Monitor, wo man nochmal die Einstellung überprüfen kann. Der Einschalter, wo man dann halt wechseln kann auf Setup und On. Bei On ist natürlich die Kamera denn aktiv und beim Setup kann man die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Hier die Bedientastaturen und hier der mittlere Knopf. Damit bekommt man das Batteriefach offen, genauso wie bei der Seomore. Man hat eine sehr schön große Öse, um ein Schloss anzubringen. Und auch die Durchführungen hier sind sehr groß gestaltet, wo man auch entsprechendes Kabelschloss durchführen kann. Bei den SD-Karten kann man hier wieder große SD verbauen. Ich habe jetzt hier eine Micro-SD drin mit einem entsprechenden Kartenleser. Aber schalten wir mal kurz die Kamera ein. So, dann kommen wir ins Menü, einfach über die Menütaste, die mit M markiert ist. Und da hat man halt die Aufteilung. Zu den einzelnen Modis brauche ich eigentlich nicht mehr so viel zu erklären. Also Modus, da kann man wieder umschalten, Video, Foto oder beides. Hier die Fotoauflösung. Dort hat man die Möglichkeit einzustellen von 5 Megapixel, 8 Megapixel, 18 Megapixel bis 24 Megapixel. Serienaufnahme, da habe ich ja schon gesagt, das kann man bis zu 3 Fotos machen. Die Videoauflösung sind nur 2, wie schon angesprochen. 1080p, die mit 15 Bilder pro Sekunde arbeiten und 720p, die mit 30 Bildern pro Sekunde arbeiten. Denn die Videolänge, da gucken wir kurz rein. Also hier hat man die leichte Unterteilung nur. Also 10 Sekunden, 20, 30, 1 Minute und 2 Minuten. Und so führt sich das denn halt auch durch bei den Einstellungen, wie die Videoempfindlichkeit ist. Also hier haben wir nochmal, kann man die Tonaufnahmen einstellen. Die sind übrigens wieder sehr gut bei dieser Kamera. Was ich euch im Anschluss bei den Testaufnahmen zeigen werde. Hier der Aufnahmeabstand. Dort, wie angesprochen, ist es genauso unterteilt. Die Zeiten bis zu 60 Minuten wie bei der Länge der Videoaufnahmen. Denn natürlich wieder, ob man die seitlichen Bewegungsmelder eingeschaltet haben möchte oder nicht. Die Empfindlichkeit, also gering, mittel und hoch. Zielaufnahmezeit, also da kann man wählen in der entsprechenden Zeit, wo die Kamera aufnehmen soll. Zeitrafferaufnahmen, die Sprache kann man einstellen, die Zeit natürlich und das Datum einstellen, ob man unten einen Fotostempel haben möchte oder nicht. Passwortschutz, das ist natürlich wichtig, wenn man die Kamera
draußen im Gelände aufhängt, dass sie nicht so einfach entwendet werden kann, oder wenn sie einer stiehlt, dass die Kamera nicht ohne weiteres benutzt werden kann. Die Speicherkarte formatieren, die Seriennummern kann man noch einstellen und die Einstellung zurücksetzen. Hier noch kann man die sehen, welche Firmware gerade aktiv ist, und hier kann man die Software aktualisieren. Das soll es auch schon gewesen sein zu der kleinen Menüvorstellung. Das soll es von der kleinen Vorstellung der G300 sein von WoSports. Ich habe zwei Punkte, die mir nicht so ganz gefallen an der Kamera. Einmal ist es, wie schon angesprochen, dass sie nur 15 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 1080p hat. Und wenn man die Kamera auf aktiv stellt, sieht man leider im Display keinen Countdown, sondern man kann nur abwarten, dass die rote LED aufhört zu blinken, was ungefähr nach 5 Sekunden so stattfindet. Das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen anders lösen können. Ich werde euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und zeige euch ein paar Testvideos. Ich hoffe, euch das kleine Video hat euch gefallen und gebt mir dafür einen Daumen hoch. Und ich würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Hier kommen die Videos und meine Pipis im Haus dürfen dort auch wieder rein. Bis dann. Hier noch ein Zusatz, die Vosoda G300 ist auch wieder geeignet für Nahaufnahmen ohne Nahlinsen, so wie es schon bei der Ceomore CY65 gewesen ist.